Das ist Erkan aus der Türkei. Er hat sich erfolgreich für ein Studium an der Universität Bonn beworben und bereits ein Visum beantragt. Er nutzt die Bearbeitungszeit seines Visums, um von zu Hause aus wichtige Vorbereitungen für seine Ankunft zu erledigen. Erkan beginnt sofort mit der Suche nach einer Unterkunft. Da viele neue Studierende zum Start des Semesters ebenfalls ein Zimmer suchen, ist es oft schwierig, preiswerte Angebote in der Nähe der Universität zu finden. Die dauerhafte Adresse einer Unterkunft ist für eine Anmeldung am neuen Wohnort unbedingt erforderlich, um eine Meldebescheinigung von der Stadt zu erhalten. Diese braucht Erkan für die Eröffnung eines Bankkontos und für die Beantragung seines Aufenthaltstitels. Für die Anmeldung bei der Stadt Bonn braucht Erkan einen Termin. Hier gibt es zum Semesterstart oft lange Wartezeiten von mehreren Wochen. Daher bucht Erkan den Termin schon vor der Anreise. Das geht auch ohne Adresse. Er kann sich online auch um eine Krankenversicherung kümmern, die er für die Immatrikulation braucht. Als weitere To-Dos vor der Anreise notiert er sich die Termine mit den Angeboten der Welcome Days auf den Webseiten des International Office, um wichtige Informationen und Unterstützung für den Studienstart in Bonn zu bekommen. Für den Austausch mit Bonner Studierenden vor und nach seiner Anreise meldet er sich für das Study Buddy Programm der Universität Bonn an. Damit ist Erkan sehr gut für die Anreise und die ersten Schritte in Bonn vorbereitet.